Hallo liebe Leute, die Ereignisse überschlagen sich, Coronavirus, Pandemie, Ausnahmezustand, die Leute sind im Supermarkt mit Einweghandschuhen und. Wie soll ich sagen, kann man sagen, die Leute dran ein bisschen durch? Ja, das könnte man schon als Panik bezeichnen. Ja, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, wollen wir auch ein bisschen aufklären. Neben mir der Jaroslav, Dr. Jaroslav Belski, also ein Mann vom Fach, der sich auskennt, wird uns diverse Antworten liefern, und zwar für folgende Themen. Wir haben es nämlich aufgeschrieben. Für die Ansteckungsgefahr, wie diese Berechnungen zustande kommen, auf wessen Grundlage man zurückgreift, Tests, Kits, das Gesundheitssystem, ob es überfordert ist, die Maßnahmen, die die Regierung jetzt setzt, ob die in Ordnung sind oder nicht, und was kann denn jeder Einzelne in Selbstverantwortung tun, und ganz, ganz wichtig, was macht die Angst mit unserer Psyche und mit unserem Immunsystem? Jari, kannst du uns da ein bisschen was erzählen drüber? Ja, ich hoffe. Hallo ihr Lieben. Zuerst einmal, man muss gar kein Experte sein, sondern wir werden jetzt viele Dinge hier in dem Video durchgehen, wo wir einfach unseren Hausverstand einschalten müssen. Denn die Geschichte hat uns gezeigt, dass wenn wir uns zu häufig auf diese Experten verlassen haben, dass es dann für die Fische war. Wir haben in der Medizingeschichte einen Haufen von Berichten, ich erinnere nur an die Schweinegrippe 2009, wo man sagte, hier ist das Epidemie, Pandemie, man verbrannte Schweine, man verkaufte Masken, es gab ein riesiges Tohuwabohu. Die Statistik zeigte, dass im Jahr 2009 weniger Grippefälle waren und weniger Menschen gestorben sind als zuvor. Und die ganzen Maßnahmen, die wir da anfingen, aufgrund 2009 Schweinegrippe zu starten, die griffen erst 2010. Also man kann jetzt nicht sagen, naja, wir haben ja was gemacht. Nein, nein, das war ein Hype seitens der Regierung, inszeniert. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir jetzt diese Punkte durchgehen und da jeder mit seinem Hausverstand an das Ganze rangeht, dann werden wir viele Dinge entzaubern. Und deswegen braucht es gar keinen Experten. Alles klar. Das heißt, wir gehen nochmal den ersten Punkt durch, die Ansteckungsgefahr. Es gibt ja im Internet Videos zuhauf. Jede Person kann wieder drei Personen anstecken. Wie kommt man überhaupt auf das? Wie kommen diese Doktoren auf das? Das frage ich mich auch. Ich habe letztens jetzt da gibt es einen YouTube-Channel, der nennt sich MedMastery, und dort spricht ein Universitätsprofessor. Ich habe ihm diese Frage gestellt, wie er auf Zahlen kommt, wo er behauptet, naja, eine Person kann vier Leute anstecken. Es gibt zudem keine evidenzbasierten Daten. Wichtig ist, viele Menschen glauben, nur wenn sie eine wissenschaftliche Arbeit sehen, dass die schon was hergibt, dass die schon gut ist. Nein, das ist nicht so. Deswegen startete man vor 20 Jahren, weil man merkte, dass es auf dem Markt sehr viele Pimperl-Publikationen gibt oder dass der überwiegende Teil der Publikationen für die Fische ist, startete man eine Datenbank, die Cochrane Library, und in dieser Cochrane Datenbank sind nur evidenzbasierte Daten, die von einem Mathematiker, Statistiker, Mediziner, Biologen, die also von vielen, vielen Wissenschaftlern quer geprüft wurden, und dann geben die auf ihrer Oberfläche, auf cochrane.org, eine Empfehlung zu den verschiedenen Themen. Und wenn man sich die Mühe macht und dort einmal recherchiert, was es da gibt bezüglich Ansteckungsgefahr, man findet nichts. Also zum ist ja ziemlich neu, Coronavirus, oder COVID-19, ist ja ziemlich neues Virus, ist jetzt, da kann man auch nicht wirklich viel dazu. Das ist ja das Paradoxe. Auf der einen Seite behaupten diese Universitätsprofessoren, die stehen dann so dort und sagen, also aus der Literatur wissen wir. Und auf der anderen Seite, im gleichen Satz, sagen sie dann, es ist ein ganz neues Virus und ganz gefährlich. Wie passt das zusammen? Aber bleiben wir jetzt bei der Ansteckungsgefahr. Ja. Jeder von uns war mal krank, oder? Ja, die meisten. Die meisten. Also ich habe es zigmal erlebt, ich war krank und in meiner Familie hat es keiner gekriegt. Obwohl wir im unmittelbaren Kontakt waren. Oder jemand aus meiner Familie war krank, hat die Grippe gehabt. Und ich habe es nicht gekriegt. Man würde sich doch erwarten, wenn ich in einem so engen Umraum bin mit meinen Familienangehörigen, dass ich bei einer Tröpfcheninfektion natürlich dann irgendwann angesteckt werde. Braucht man nicht reden. Natürlich gibt es auch die Fälle, wo dann alle plötzlich krank werden. Aber es gibt auch sehr viele Fälle, da erwischt es nur einen und nicht alle. Ja, das ist ja der Unterschied beim COVID-19, da erwischt es angeblich jeden Dritten. Ja.
aufgrund der Grundlage dieser Tests, was jetzt gemacht werden. Wie schaut es mit diesen Tests überhaupt aus? Was gibt es also da zu beachten? Diese Tests, da würde ich sagen, machen wir vielleicht mit Obst so eine Illustration, weil das, der Test, das ist an sich schon eine Farce. Der Entwickler des Tests, der hat damals den Nobelpreis dafür bekommen. Wie heißt dieser Test? Welcher wird da verwendet? Mit PCR-Test, Polymerase Chain Reaction, das ist ein Instrument in der Molekularbiologie. Und der Entwickler dieses Tests, der damals den Nobelpreis dafür bekam, der Kalli, der sagt heute im Internet, Lörl, bitte, das ist nicht geeignet für die Suche nach Viren. Das ist nicht geeignet für solche epidemiologischen Dinge. Trotzdem wird es gemacht, aber weißt du was? Schauen wir uns das einmal gemeinsam an, wie es funktioniert. Alles klar. Also ja, erzähl mal, wie funktioniert so ein Test und auf was greift er überhaupt zu? Wie funktioniert das mit diesem Virus oder mit der DNA? Passt auf, da haben wir uns hier einen Obstkorb genommen und weil es einfacher zum Erklären ist, wir haben hier mal Bananen, hilfst mir mal diese Bananen so wie eine Kette aneinander zu streuen, aneinander zu legen. Ja. So, das ist unser ganzes Genom. Was heißt Genom? Das ist unsere ganze Erbinformation, die man in so einem Zellkern findet. Und jetzt ist es so, dass nur 20% von dieser ganzen Erbinformation, also eigentlich nur ganz, ganz wenig, das kodiert für wirklich Proteine, Strukturen in deinem Körper. Okay. Der überwiegende Rest, mehr als 80% des Genoms, kodieren nicht für irgendwelche Strukturen in deinem Körper. Deswegen nannte man das früher Junk-DNA oder Nonsens-DNA. Ah. Und nur diese Bereiche, weniger als 20%, kodieren für was. Und jetzt hat man sich dann gefragt, was ist eigentlich diese Junk-DNA oder was ist es? Und man untersuchte die genauer und fand heraus, dass hier sehr hohe Ähnlichkeiten mit viraler RNA und DNA bestehen. Das heißt, heute geht man davon aus, dass diese Junk-DNA, wie man sie damals nannte, wahrscheinlich übrig gebliebene Virenfragmente sind, die in unser Genom über die Jahrtausende eingebaut wurden und so mikroevolutive Prozesse gestartet wurden. Weil immer wenn jetzt, ich nehme jetzt zum Beispiel so ein Virus. So eine Mutation, oder? So, wenn ein Virus sich hier eingebaut hat, ja, dann hat es zum Beispiel den Strang ein bisschen verändert. Es hat ein paar Strukturen gelöscht, es gab Punktmutationen, Shift-Verschiebungen, die Molekularbiologie hat dafür verschiedene Namen und plötzlich war der Strang verändert und das führte natürlich auch zu Veränderungen in den Bereichen, die für etwas kodieren. Mhm. Und jetzt kommt aber das Lustige bei diesem Test. Weil das muss man einmal verstehen, dass man diesen Test einmal, wie der funktioniert. Man sieht ja das alles nicht. Das ist ja etwas, das ist nicht sichtbar. Ich kann ja nicht hergehen und sagen, du, ich mache ein Foto von der DNA. Die DNA, die ist im Zellkern und wir schaffen es nicht einmal gescheit, ein Foto von der Zelle zu machen. Ja, also nur damit man den Größenvergleich hat, man kann das nicht sichtbar machen. Und was man da macht ist, man kennt ein paar Sequenzen vor und nach dem Virus. Ungefähr kennt man diese. Und man gibt eine Substanz hinzu, die das Ganze markiert und ein Enzym, welches das Ganze vervielfältigt. Damit ich es erkennen kann auf Deutsch, ne? Ich mache Millionen von Kopien, mhm, damit ich es erkennen kann. Das Problem ist aber, wir haben nie bei diesem Test überprüft, ob diese, man nennt das die Primer oder Start- und Stopp-Codone, ob die wirklich nur bei dem Virus greifen oder vielleicht nicht auch irgendwo in unserer Junk-DNA. Aha. Das heißt, es kann passieren, dass Menschen, ja, du fängst an zu lachen und zu Recht, und das ist, deswegen sagt ja dieser Kalli auch, das ist völlig ungeeignet. Aber aufgrund dessen verlässt man sich hundertprozentig auf die Meldungen, die was jetzt kursieren, oder? Ja, man macht einen Test, es wäre interessant, man müsste da mal alle Gesunden testen, weil ich wette, man würde bei irrsinnig vielen gesunden Menschen plötzlich auch positive Tests bekommen. Also als COVID-19.
alles COV-19, weil ihre Junk-DNA Ähnlichkeiten hat zur Sequenz des Virus. Hm. Und somit sind wir natürlich dann in... Das heißt, er komplett ungenau, der ist im Moment. Völlig ungenau, völlig ungenau. Und das wird aber nie den Leuten erklärt. Die wenigsten Ärzte wissen, wie eine PCR funktioniert. Die haben sie auch nie gemacht. Ja? Die PCR vertreiben, diese Pharmakonzerne und, die reiben sich natürlich die Hände, weil so ein Schnellkit, der ein paar Stunden dauert, der kostet einen Haufen Kohle. Und jetzt überlegt ihr mal, wenn alle Labors in Europa, alle Ärzte plötzlich solche Schnellkits verlangen, na, was sich da abspielt. Naja, genug. Aber das Hauptproblem, das ich sehe, ist, verlosen wir auf einen Test, der nicht so hundertprozentig passt, aber es wird so hundertprozentig verkauft. Es wird den Leuten verkauft, als wie wenn, man hat das Gefühl, die Menschen glauben, du, da wird ganz speziell das Virus nachgewiesen. Und jetzt kommt ja noch etwas Lustiges dazu. Wie kommt man auf dieses Covid-19? Weißt du, man kann ja nie eine Sequenz nachweisen. Das heißt, wenn ich jetzt, angenommen, ich kriege eine Influenza, damit ich den Corona, dass ich das Wort nicht mehr höre, ich habe Influenza, das ist auch ein Virus, und ich habe Influenza, ich habe Grippe, eine klassische. So, dann befällt dieses Virus meine Rachenepithelzellen. Und in jeder dieser Rachenepithelzellen werden zigtausende Kopien von diesem Virus gemacht, aber jede Rachenepithelzelle macht natürlich Fehler. Das heißt, ich selber in mir, im Wirten, entstehen schon zigtausende verschiedene Kopien und nicht mehr ein Strang. Und wenn ich jetzt 100 Leute untersuche, dass ich mir 100 Menschen hernehme, dann habe ich wieder diese Primer, die ja nur an eine ganz bestimmte Sequenz passen. Und ich bekomme dann von diesen 100 Leuten, kriege ich 56, wo meine Primer was ausgesagt haben. Und dann sage ich, na gut, von diesen 100 haben 56 die Sequenz, also nennen wir es Covid-19. Und man macht dann statistisch, weil man hat nie alle Stränge untersucht, geht auch nicht. Weil so, jede, die Unmöglichkeit. Ist ja unmöglich. Ja? Sondern man macht dann so Pi mal Daumen und sagt, na gut, das ist jetzt... Dieser Strang, der kommt da hauptsächlich vor, und gegen den braucht man impfen, gegen den braucht man das. Aber das sind nur statistische Hochrechnungen. Das ist nichts, wo man sagt, du, man hat hier jetzt eindeutig einen Schlüssel entdeckt. Aber wenn man es zum Beispiel, es muss ja intervenieren, wenn man es zum Beispiel jetzt nicht so hundertprozentig weiß, wäre es dann nicht sinnvoller, so wie die Regierung jetzt handelt, dass man halt auf Nummer sicher geht und alles quasi runterfährt und dass man dann quasi den Worst Case hernimmt? Oder ist das berechtigt? Oder? Naja, da muss man sich jetzt wieder die Zahlen anschauen. Wir haben ja jetzt seit 2,5 Monaten 4.500 Tote angeblich vom Coronavirus. Das ist nichts. Es sterben in dem gleichen Zeitraum sind Hunderttausende an Influenza gestorben. Was die Menschen nicht wissen, dass wir natürlich bei einer Kugel, wo 7 Milliarden Menschen leben, da sterben jeden Tag 400.000-500.000. Und viele davon sind viral, Pilze. Nur man hat dort nie hingeblickt. Es hat niemanden interessiert. Wenn ich jetzt natürlich mit einem nicht standardisierten Test... Das heißt, plötzlich ein Test, der gleich überall ist, ne? Ein Test, der immer fast positiv ist. Und wenn ich jetzt sozusagen hergehe und plötzlich an jeden Schnupfenkranken, Grippekranken... Dann mit COVID-19 drauf kommen. Dann habe ich viele COVID-19. Mhm. Und es ist jetzt eine Jahreszeit, es ist Frühling. Ja, die Ordinationen, jeden Frühling, jeden Herbst sind die Ordinationen voll mit Schnupfen, Grippe, na, mit den klassischen Bronchitis und. Ja. Das heißt, man hat dann quasi kranke Leute, die ähnliche Symptome haben, Schnupfen, Husten etc. und so schickt die dann quasi mal statt zum Hausarzt oder nach Hause ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus, macht dort einen nicht standardisierten Test. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Ist das Gesundheitssystem bei uns, speziell in Österreich, ist es überfordert oder nicht? Kann es überfordert werden? Weil es gibt ja auch Berechnungen mit Spitzeninfektionen, und wenn das wirklich der Fall ist, dann bricht unser komplettes Gesundheitssystem zusammen. Berechtigterweise, ja, gibt ja nur begrenzte Anzahl. Passt es dann mit diesen Berechnungen zusammen, oder gibt es da gewisse Lücken, oder was man aufpassen sollte? Schau, also wenn man so künstliche Hype schafft und damit Panik macht, das wird kein System schaffen, weil ja kein System für sowas ausgelegt ist. Das heißt, unser Gesundheitswesen, das ist ein sehr, sehr gutes, das sind tagtäglich zigtausende Menschen höchst motiviert, teilweise im Einsatz.
werden aber von der Regierung immer wieder durch Kürzungen und runtergemacht, was natürlich die Kollegen und Kolleginnen frustriert. Aber so ein Gesundheitswesen ist nicht ausgelegt, um Panik zu erzeugen. Und das, was jetzt von der Regierung passiert, das ist ja ein Spiel guter Kopf, schlechter Kopf. Kennst du das? Ja, aber wie meinst du das? Na, auf der einen Seite sagt man so, na, Leute, es ist nice, alles super, aber wir machen die Grenzen zu. Wir schließen, der gute Kopf tut so, du, alles Roger, mach dir keine Sorgen. Der schlechte Kopf macht Handlungen, die natürlich den Laien völlig in Panik versetzen. Weil wo gibt es das, dass plötzlich Grenzen zugemacht werden, die Schulen geschlossen wurden und. Das ist doch der absolute Schwachsinn, den man da machen kann. Ja, aber was macht man denn wirklich? Wenn es wirklich so eine hohe Ansteckungsrate ist, was kann man wirklich unternehmen? Das ist ja der Punkt. Die Frage, die sich hier stellt, haben wir überhaupt so eine hohe Ansteckungsrate? Ist das nicht einfach, in China ist etwas losgegangen. Jetzt muss man aber auch ein bisschen die chinesische Wirtschaft verstehen. Jeder, der Internet hat, YouTube hat, der kann sich hinsetzen und kann sich dieses Industrieviertel der Chinesen dort anschauen. Dort leben Menschen zusammengeballt. Auf dem Industriegelände haben die ihre Wohnblöcke. Diese Wohnblöcke werden teilweise geteilt von 3-4 Leuten. Das heißt, die arbeiten im Intervall. Der eine ist arbeiten, der andere schläft, der andere hat eine Freizeit und dann wechseln sie sich ab. Also Privatsphäre null. Dort ist gerade der Turbokapitalismus im Gange. Und ja, es kann sein, dass dort eine Art Grippewelle losgetreten wurde. Also Covid-19. Und Covid-19. Und dann aber mit einem nicht standardisierten Test wird hier jetzt immer weiter etwas gesucht, wo man sich eigentlich die Haare sträubt, weil man sagt, du, vielleicht sind das alles banale Schnupfen. Und weil die Zahlen, wenn man sich die Daten anschaut, das zeigt nicht, dass es etwas Gefährliches ist. Die Leute schreiben dann häufig, ja, es sind zwar am Corona gestorben. Es sterben tagtäglich 85 Leute in Deutschland wegen Spitalskeimen. Das sagt kein Mensch was, ne? Das sagt keiner was. 85 am Tag. Ich meine, wie gesagt, also in dritte Weltländer, da sterben sie, weil sie nichts zum Essen haben. Aber das 40, ist nicht alles neben die Fische. 40.000 ja. Sterben täglich, weil sie nichts zum Essen haben. Das ist in einer globalisierten Welt normal. Nur wenn das halt, also ja, normal ist, dann sollte das nicht sein. Traurig ist Alltag. Also der ist Hunger, Alltag. Das ist nicht normal. Dass Leute an Infekten sterben, das ist normal. Der alte Mensch, der Gebrechliche oder der Polymorbide, der stirbt dann meistens an irgendeinem terminalen Infekt. Das war schon immer so. Weil das Immunsystem nicht mehr damit zu rechnen. Ja, das Immunsystem, und dann wird er durch einen banalen Schnupfen dahingerafft. Das war schon immer so. Und das wird auch immer so bleiben. Und natürlich, umso mehr Menschen wir auf dieser Welt werden, umso höher werden die Zahlen werden. Das heißt, die Maßnahmen der Regierung, also ist das in Ordnung, oder? Nein, eigentlich nicht. Die bauen nicht auf irgendwelchen Daten auf. Weil wir haben jetzt nicht vermehrt Todesfälle. Ich habe dir ja gesagt, die Schweinegrippe 2009, es starben in dem Jahr, wo man da Panik gemacht hat, weniger Menschen an Schweinegrippe oder an Grippe generell als die Jahre zuvor. Und da muss man sich dann schon fragen, na Moment, aber wenn das jetzt eine Epidemie oder eine Pandemie war, na wo sind dann die Toten? Wo sind die? Und ich bin schon gespannt. In Italien sind es zum Beispiel 200 Tote mittlerweile oder mehr sogar. Wie viele waren es vorher? Hat man das verglichen? Verstehst du? Es fehlen uns ja überhaupt die Daten, dass man weiß, wie viele Menschen sterben in Italien täglich an grippalen Infekten. Das heißt, man wirft eigentlich Daten in einer Blase, die was eigentlich gar nicht existiert. Ja, wir wissen es nicht. Oder nur ein Teil der Wahrheit. Wie ich jung war, junger Student, da lernte ich, dass Coronavirus ist die Hauptursache für banalen Schnupfen. Eines der häufigsten Erreger für banalen Schnupfen, also wenn da die Nase rinnt, wenn du ein bisschen einen Husten hast, das ist das Coronavirus. So, das haben wir noch gelernt. Jetzt hat man hier Fälle mit einem Schnupfen und sagt, Covid-19, das steigt an. Wo bitte sind die Daten, wo man alle bisherigen Schnupfenfälle untersucht hat? Die haben wir ja nicht untersucht. Hat man nicht, aber dann kann ich auch jetzt nicht aussagen, dass das plötzlich mehr werden, weil jetzt erst blicke ich hin und natürlich, wenn ich hinblicke, werde ich positive Fälle haben. Mhm. Weil wenn einer einen Schnupfen hat, durch irgendwas hat er es ja gekriegt. Aber was kann man dann als Einzelner tun? Wenn man sagt, die Regierung, man hat ein bisschen Misstrauen, was kann ich dann als Einzelner tun? Das, was wir gerade machen, sich vernetzen, bitte miteinander reden. Ich sage immer wieder, jemand, der heute im Mainstream aufklärt, der klärt nicht auf.
Weil du kommst in den Mainstream durch wirklich objektive Aufklärung, du kommst dort gar nicht rein. Warum nicht? Weil dort ganz andere Interessen herrschen. Der Mainstream ist ein Sprachrohr ein paar weniger. Industriell-militärischer Komplex, Pharmakonzerne, das ist so, darüber gibt es, ich habe zwei Playlists. Die eine Playlist heißt, es geht nicht um eure Gesundheit, die andere Politik ist nicht für den Menschen da. Und da habe ich nur Videos, nicht von mir, sondern einfach Skandale der letzten paar Jahre, die ganz deutlich zeigen, wie die Geschichte ausschaut. Es schert sich doch niemand um uns. Würde es den Politikern so sehr um den Menschen gehen, da muss man sich dann schon fragen, wieso lasst ihr zu, dass täglich 40.000 Leute an Hunger sterben? Wieso unterstützt ihr weiter ein Bankensystem, das eigentlich das Volk nur als Verlierer hat? Wir leisten als Gesellschaft immer mehr und für uns ist immer weniger da. Na, würde es doch diesen lieben Politikern um uns gehen, da würde man das doch alles beheben, oder? Das wäre das Erste. Eigentlich schon. Ja, ja, diese schon. Ganzen Hypes, was wir da haben, und wir hatten ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten, fast jedes Jahr ist irgendein Hype, der losgetreten wird. Wenn man das vergleicht, bin ich auch schon drauf gekommen. Ja. Ja. Die Frage ist aber auch, es wird ja auch ein Spielchen gespielt mit der Angst der Leute, weil die dran ja alle komplett durch. Was ich jetzt erfahren habe, ich war jetzt einkaufen beim Bilder, die haben alle Einweghandschuhe auch, also mit Mundschutz, die dran komplett durch. Also, ich finde, dieses klare Denken setzt komplett aus, noch nicht danach. Angst ist ja einer der Grundemotionen. Wie kriege ich diese Angst, da auf ein Zeichen kriege, oder was macht es mit meinem Immunsystem? Doch. Das sind genau ein paar Punkte. Erstens einmal, mit Angst kannst du Menschen regieren. Das heißt, sie werden regierbar. Ein freier Geist, der angstlos ist, dem es gut geht, der hinterfragt viel mehr kritisch. Immer wenn wir in einer Stressreaktion sind, ja, da schauen wir nur Flucht rennen und denken nicht viel nach. Das heißt, da ist die Objektivität herabgesetzt und das System will keine klar denkenden Bürger. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, das was du jetzt auch richtig sagst, durch die Angst werden wir anfälliger für alle möglichen Erkrankungen. Es wird für uns gefährlicher, weil ihr kennt das, jeder von euch, er ist frisch verliebt und es kann einem nichts anhaben, es geht einem gut. Oh, super, sogar die Leistung in Trainingskammer geht auf. Überall geht es dahin. Es geht uns schlecht, wir haben Angst, wir sind vor einer Prüfung und, wir kriegen die Fieberblasen, wir kriegen Rückenschmerzen, das spielt eine irrsinnige Rolle. Und das weiß man in der Medizin. Man weiß, wenn du die Menschen dauernd unter Stress versetzt, die werden krank. Das heißt, eigentlich ist das ganze System auf Krankheit ausgelegt und Profit. Auf Abcashen, genau. Okay. Ein abschließendes Wort zu diesen Maßnahmen. Und damit ihr seht, dass das auch wieder so ein Schuss ins eigene Knie sein kann. Jetzt kaufen sich alle Leute Händedesinfektionsmittel und man beginnt Hände desinfizieren. Wisst ihr, was das bringt? Man kreiert sich damit nur multiresistente Keime. Was heißt das? Wir haben auf unserer Haut, auf unserem Körper tausende Millionen Bakterien. Ohne die könnten wir nicht leben. Durch diese nicht sehr gründliche Händedesinfektion werden die Keime, die eigentlich harmlos sind, die eher schwächlich sind, die werden alle gekillt. Und die Keime, die widerstandsfähiger sind, die sich gegen dieses Desinfektionsmittel behaupten können, die werden immer mehr weiter gezüchtet. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann plötzlich Hautekzeme ansteigen, bis dann plötzlich Infektionen ansteigen und, weil man durch diese ganzen Aktionen eigentlich genau das Gegenteil bewirkt hat. Und ich werde im Internet dann immer wieder gefragt, naja, Jaroslav, wozu das Ganze? Wisst ihr, ich rede in all diesen Videos und ich habe jetzt einige Videos zum Thema Corona gemacht und präsentiere dort immer wieder Fakten, immer wieder Daten. Und ich kann nicht spekulieren, wozu das Ganze, aber eines kommt mir schon sehr stark so in den Gedanken. Was wäre, wenn jetzt die Regierung dann plötzlich sagt, wir sind mit diesem ganzen Ausnahmezustand, wir sind überlastet. Die Spitäler sind überlastet. Wir müssen die Spitäler jetzt privatisieren. Und so wie es im neoliberalen Grundgedanken ist, dass alles in private Hand gehört. Spitäler, Sicherheitswesen und, dass man unsere Polizei beginnt zu privatisieren. Was ist, wenn solch eine Panik dazu ausgenutzt wird, um wieder eine Privatisierungswelle loszuschlagen? Wäre ja nicht die erste. Schlagwort BUWOG, Schlagwort Bahn. Das waren alles Privatisierungswellen, die sich letztendlich negativ für uns als Bürger ausgewirkt haben. Mieten sind gestiegen, die Verbindungen wurden schlechter, es wurde teurer.
Was ist, wenn man diese Angst jetzt ausnützt, um wieder eine Privatisierungswelle im Gesundheitswesen und im Sicherheitswesen recht zu fertigen? Wie viele von diesen Menschen, die jetzt die arm sind und jetzt in Panik Hamsterkäufe machen, wie viele von denen werden dann sagen, na Moment, Moment, nicht mit unserem Gesundheitswesen? Oder werden die dann vielleicht alle plötzlich glücklich sein und ja, die waren ja wirklich überlastet, wir brauchen eine private Hand, damit wir bessere Krankenhäuser haben. Versteht ihr? Ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber viele Muster sind so offensichtlich, dass sie teilweise bis zum Himmel stinken. Und wie können wir das wieder beheben? Indem wir uns vernetzen und nicht emotional, sondern in Liebe miteinander Gedanken und Informationen austauschen. In diesem Sinne, alles Liebe.